So, wir haben den 13.05.2024. Ganz herzlich willkommen hier zu einem weiteren Spaziergeh-Video. Ihr erkennt es, wir sind in Kanpikafort. Wir stehen wieder vor dem Hotel Nordeste Playa, wo wir aber dieses Jahr nicht schlafen. Wir haben uns ein paar Fahrräder ausgeliehen. Und sind jetzt mit dem Fahrrad von Muro, also hier nach Kanpikafort. Und hier kommt einem doch alles sehr vertraut vor. Ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Wir haben ja dann nunmehr schon das dritte Jahr in Folge hier in Kanpikafort. Und wir gehen hier wieder runter zum Jamaikaner. Und gehen ein Stück an der Promenade, wobei ich merke gerade, das wird hier richtig windig. Das ist natürlich bedauerlich. So, da drüben haben wir wieder Nordeste Playa. Okay. 24 Grad, sagt er hier. Hier sitzt 12.30 Uhr mittags. Mann, ist immer noch genauso schön wie die vergangenen Jahre. Macht einfach Spaß, hier rumzulaufen. Auch mal drin. Hier ist ein Tabakladen. Ist er rein oder was? Was? Da bist du ja schon wieder. Was? Marlboro? Wenn man nur in der Weltgeschichte rumguckt. Auch ein neuer Laden. Wo fährt er? Da kann man aber schon was kaufen. Mallorquinische Duftmesserchen. 100 ml? Gar nichts ml. Guck mal, hab ich letztes Jahr schon dran gerochen. Ich dachte erst, die machen alles raus. Hm, ist das hier Duftkerzen? Seife, ne? Alles raus? Ich glaube, die laden alles rein. Der Fischbar hat immer noch zu, da drüben der eine. Ja, von links kann keiner kommen, das ist eine Einbahnstraße.
Also wir haben ja schon ein bisschen was gesehen auf Mallorca. Aber wieder zum Shoppen hier, dann da müssen wir sagen, da geht nichts über Can Picafort. Wenn ihr so wie wir so gerne durch die Läden geht, dann sollte der Urlaubsort hier auf eurer Liste stehen. Der Strand ist unbeschreiblich. Und wie gesagt, zum Shoppen werdet ihr hier auf jeden Fall glücklich. Für diesen ganzen Krimskrams. Und ihr seht ja auch Bars und Kneipen und so, ist hier auch jede Menge. Für den Ballermann-Touristen ist das hier vielleicht nicht so ganz das Richtige, der hier noch, ne, bei einem Megapark oder so will, aber für so ziemlich jeden anderen ist das hier schon ganz geil. Ich sehe schon wieder Tattoo. Der macht das hier gleich am Tisch hier draußen. Bei uns gibt es auch schon Mittag. Ich bin noch so voll vom Frühstück. Wir brauchen eigentlich gar kein All-Inclusive. Mittag essen wir meistens gar nicht. Hier ist dein Fischiladen. Das ist dann manchmal eins zu viel, wenn die ganze Zeit Musik läuft. Dann musst du selber singen. Und hier ist schon wieder der nächste Laden mit Musiker. Da muss ich also ein bisschen mehr reden. Hier gibt es richtig hochwertige Sachen. Garantiert nicht gefaked. Alles original. Ich höre schon wieder Madonna am Laufen. Wir sind aber, glaube ich, sowieso gleich erstmal hier durch. Und dann sehen wir uns gleich weiter unten nochmal wieder. Oder? Wir zeigen euch nochmal ein paar Schritte am Strand, würde ich sagen. Gelato. Du machst erst einen Ball auf, ne? Die Eisdiele. So, wir sehen uns gleich unten am Strand wieder. Ich hätte eigentlich eben eine neue Tasche haben wollen. Aber ich konnte mich schon wieder nicht so ganz entschließen. Weil meine schon so ein bisschen abgewetzt im Laufe der Zeit. Die haben wir, glaube ich, mal von der Ostsee irgendwo. So wie eben auch schon mal gesagt, hier am Strand weht doch ein leichter Wind. Aber diesmal riskieren wir das mal ein bisschen, vielleicht ist ja nicht mehr ganz so doll. Die Wassertemperatur soll aktuell bei knapp 19 Grad liegen. Hier im seichten Wasser vielleicht schon ein bisschen mehr. Wir waren vorhin schon gerade einmal mit den Füßen im Ticken drinne. Und das kann man schon aushalten. Ich meine, hier mal ein kleiner Diss an alle Ostseeurlauber. Mit 19 Grad werdet ihr im Sommer schon zufrieden. Naja. Und wir haben hier Mitte Mai. Hier das Dunkle, man sieht es ein bisschen,
hier Seegras. Das kann nächsten Tag aber schon wieder ganz anders aussehen hier. Oh, jetzt ist erstmal kühl, ja. Oh, schön. Schreibt es mal in die Kommentare. Wo und wann fliegt ihr nach Mallorca? Ich meine, ihr guckt ja nicht das Video und fliegt dieses Jahr nicht nach Mallorca. Hm? Ja, wegen dem Seegras da drunter. So, wir gehen jetzt noch mal ein Stück in die Stadt rein. Ich glaube, damit beenden wir das Video für heute hier aus Kantikafort. Wir gucken mal, ob wir in diesem Urlaub jetzt noch mal hierher kommen. Und dann gibt es weitere Eindrücke noch hier aus diesem wunderschönen Küstenort im Mai 2024. Bis dahin sagen wir erstmal tschüss und bis zu unserem nächsten Video. Morgen gibt es auf jeden Fall ein neues.